Mit Monster Hunter Stories 2, Wings of Ruin, bringt Entwickler und Publisher Capcom den zweiten Teil der Reihe auf den Markt. Die Stories-Ableger fokussieren sich nicht auf das Jagen von Monstern, sondern auf die Bindung zwischen den Monsties und ihren Riders. Ja, ihr habt richtig gehört, Monsties. So nennt man die Untiere, die mit ihrer Geburt eine Bindung zu einem Menschen eingehen. Zwar ist das Franchise eigentlich für actionlastiges Gameplay bekannt, bei Stories handelt es sich jedoch um ein klassisches, rundenbasiertes Rollenspiel. Und wie der Name schon vermuten lässt, steht hier die Geschichte im Vordergrund. Ob das überzeugt, verrät unser Test. Untypisch für ein japanisches Rollenspiel starten wir unsere Reise nicht als No-Name-Charakter. Wir sind Enkel eines legendären Riders namens Red. Dadurch müssen wir von Anfang an große Fußstapfen ausfüllen. Unsere Ausbildung haben wir gerade abgeschlossen und wir dürfen uns offiziell Rider nennen. Ein weiter Weg liegt aber noch vor uns. Bevor wir jedoch die Reise antreten, werden wir per Cutscene Zeuge eines ungewöhnlichen roten Lichts, das im Vulkan unserer Heimatinsel Hakolo auftaucht. Die großen roten Drachenmonster namens Rathalos scheinen von dem Licht angezogen zu werden und fliegen über die Insel. Als wir da Nachforschungen anstellen, treffen wir ein Mädchen namens Ena, das uns ein Ei des sagenumwobenen Wächter Rathalos überreicht. Dieses Monster gehörte zu unserem Großvater Red. Die Jäger auf der Insel wollen den alten Rathalos jedoch mitsamt Ei vernichten. Wir verstecken und beschützen den ungeborenen Drachen und ermöglichen dem Elternteil die Flucht. Die Jäger gehen zudem davon aus, dass das rote Licht mit dem Wächtermonster in Verbindung steht und gefährlich ist. Somit verstärkt sich der Konflikt, der schon immer zwischen Jägern und Ridern herrscht. Jäger sehen es als Aufgabe, Monster zu erledigen, während Rider an ihre Monsties gebunden sind und sie wie Haustiere oder Freunde behandeln. Der Konflikt wird im Verlauf des Spiels immer wieder aufgegriffen und durch interessante Charaktere transportiert, die nicht grundlos, sondern aus Überzeugung handeln. Allgemein sind die Figuren, gut wie böse, glaubhaft und nachvollziehbar geschrieben, was einen Kontrast zu dem optisch eher kindlichen Stil des Spiels darstellt. Auch erwachsenere Themen wie Tod, zwischenmenschliche Konflikte und Verrat sind spätestens ab der Mitte des Titels an der Tagesordnung. This is a rider's island. Auch nachdem wir unsere Insel verlassen haben, wissen wir nicht, ob der Rathalos in unserem Ei über die gefährlichen Schwingen des Ruins verfügen wird, wie es eine Legende besagt, oder ob er ganz normal aufwächst. Diese Frage steht bis zum Ende des Spiels im Raum und sorgt ebenfalls für starke Konflikte, da viele Menschen Angst vor der potenziellen Kraft des Drachen haben. Dieser soll mit einem Flügelschlag nämlich die Welt in das Verderben stürzen. Die Zwischensequenzen in Monster Hunter Stories 2 sind wunderschön und lebhaft gestaltet. Im Vergleich zum Vorgänger sehen die Charaktere menschlicher aus, da sie über realistischere Proportionen verfügen. Trotzdem ist der allgemeine Stil sehr von Anime beeinflusst, was einige abschrecken könnte, für andere jedoch einen Pluspunkt darstellen wird. Ebenfalls wie in einem Animationsfilm werden viele der Bewegungen und Aktionen der Charaktere durch Soundeffekte untermalt, jedoch nie zu aufdringlich. Come now, Kana, there's no harm in it. Wie in Pokémon oder Digimon wird regelmäßig betont, wie wichtig die Bindung zwischen Monsty und Rider ist. Diese Beziehungen werden sehr schön inszeniert und erwärmen, wenn auch unterstützt durch das ein oder andere Klischee, das Herz. Der einzige große Störfaktor der Geschichte ist der Fakt, dass unser Held stumm bleibt. Selbst in ernsten Szenen wirkt es oft so, als seien wir nur Zaungast, obwohl wir eine Schlüsselrolle spielen. Das Kampfsystem in Monster Hunter Stories ist auf den ersten Blick ganz klassisch rundenbasiert. Auf den zweiten bietet es jedoch eine einzigartige Tiefe. Die meisten der Attacken, die wir und unsere Widersacher benutzen, sind entweder Technik-, Geschwindigkeits- oder Kraftangriffe. Prinzipiell funktioniert alles nach dem Schere-Stein-Papier-Prinzip. Kraft schlägt Technik, Technik schlägt Geschwindigkeit und Geschwindigkeit schlägt Kraft. So steckt nur der Verlierer des Schlagabtauschs großen Schaden ein und der Gewinner deutlich weniger. Da wir aber nicht allein unterwegs sind, sondern auch noch insgesamt 5 Monsties dabei haben, eines davon im Kampf, haben wir auch die Möglichkeit, unsere Verbündeten zu befehligen. Wir können sie aber auch automatisch angreifen lassen. Sollten wir zusammen mit unserem Mitstreiter denselben Gegner attackieren und beide das Schere-Stein-Papier-Spiel gewinnen, entfesseln wir einen Duo-Angriff. Dadurch nehmen weder Monsty noch wir Schaden. Benutzen wir die Duo-Attacke oft genug, können wir unseren tierischen Freund reiten,
und mit ihm eine mächtige Spezialattacke auf den Gegner feuern. Die Moves sind kreativ und dynamisch, einzeln für jedes verfügbare Monster animiert und sehr effektiv. Was am Anfang wie reiner Zufall wirkt, zeigt schnell ein klares System. Die Gegner gehen stets nach einem Muster vor. So greifen beispielsweise aggressiv aussehende Monster gerne mit Kraftangriffen an. Monster mit agilem Design wählen wahrscheinlich Geschwindigkeitsaktionen. Speziell im späteren Spielverlauf durchlaufen Monster verschiedene Stadien. Einige werden wütend, andere fliegen oder graben sich ein. Je nach Modus verändert sich die Art des Angriffs, den die Feinde wählen. Hier haben Spieler der klassischen Monster Hunter-Reihe einen kleinen Vorteil, da sie einschätzen können, wie Gegner vorgehen und den Kampfstil somit in eine der drei Optionen einordnen können. So oder so müssen wir uns die Phasen vieler Monster merken, denn es gibt jede Menge Biester im Spiel, die Fans der Serie aus verschiedenen Generationen der Hauptreihe kennen. Um das Kampfsystem abzurunden, haben die monströsen Begleiter eine von drei Eigenschaften. Wir sollten also ein Team zusammensetzen, das aus jeder Konfrontation als Sieger hervorgehen kann. Monster Hunter Stories 2 ist kein einfaches Spiel. Missachten wir die Schwächen der Gegner, werden wir per K.O. ganz schnell wieder in unser Dorf teleportiert. Wie in der Action-Vorlage fühlt sich jeder Kampf wie ein Bossfight an. Untypisch für das Genre gibt's keine eintönigen Begegnungen, bei denen wir nur mit Hilfe von normalen Angriffen gelangweilt alles platthauen. Sobald wir weitaus stärker als die Feinde sind, können wir Kämpfe praktischerweise per Knopfdruck überspringen. Zuerst haben wir befürchtet, das würde alles zu sehr vereinfachen. Im Endeffekt entfernt es jedoch lediglich das ausufernde Farmen und spart eine Menge Zeit. Obendrauf können wir Kämpfe sogar mit bis zu dreifacher Geschwindigkeit ablaufen lassen. Das ist vor allem praktisch, wenn wir neue Mitstreiter aufleveln wollen, denn auf niedrigen Stufen bekommen sie 500% Erfahrungsbonus. Wir können die Begleiter in unser Team aufnehmen, zudem ist es aber auch möglich, sie zu opfern, um einen ihrer Skills auf ein anderes Monster zu übertragen. So lassen sich unsere Lieblingskumpanen personalisieren, ein Feuermonsti kann auf die Art sogar das Wasserelement benutzen. Erklärt wird die Mechanik mit der Übergabe von Genen im Ritual der Überlieferung. Obendrauf bilden die Gene einzelner Biester miteinander Synergien und können Boni auf verschiedene Fertigkeiten erhöhen. Normalerweise fragt sich jeder Jäger am Anfang eines Monster Hunter, welche Waffe werde ich dieses Mal benutzen? In Stories wird uns diese Entscheidung abgenommen, denn wir sollten einfach alle mitnehmen. Es gibt drei verschiedene Waffentypen, schneidend, stumpf und durchdringend. Da wir immer drei verschiedene Waffen mit uns führen, zwischen denen wir jederzeit wechseln können, sollten wir natürlich von jedem Typ eine dabei haben. So sind wir gegen alles und jeden gewappnet. Die verschiedenen Körperteile der Monster sind einzeln angreifbar und können mit dem passenden Kriegswerkzeug schneller zerstört werden. Bemerkenswert ist, dass sich die verschiedenen Waffen selbst im rundenbasierten Spielprinzip komplett unterschiedlich spielen. Das Großschwert beispielsweise benötigt viele Fähigkeitspunkte, baut den Angriff über mehrere Runden auf und richtet danach mit einem Schlag richtig hohen Schaden an. Die Detailvielfalt der jeweiligen Kampfstile ist so liebevoll umgesetzt wie in der Originalreihe. Genauso wurde von dort das Prinzip übernommen, dass das Zerstören verschiedener Körperteile uns Items beschert und gleichzeitig in manchen Fällen Angriffe schwächen oder sogar unterbinden kann. Sollte man die Originalreihe nicht kennen, freut man sich erst recht über die vielen nicht alltäglichen Mechaniken im Kampfsystem. Wo bekommt man Monstereier am besten her? Richtig, aus Monsterbauten. Sind wir in der Overworld unterwegs, finden wir überall in den riesigen Arealen Monsterbauten. Die begegnen uns in Form von Steinkonstruktionen an Wänden oder im Boden. Betreten wir sie, finden wir uns in kleinen, zufallsgenerierten Dungeons wieder. Am Ende der Tunnel befindet sich stets das Nest eines Monsters, dessen Ei wir stehlen. Zwar sind die kleinen Erkundungstouren spannend, da wir nie wissen, was wir erhalten. Schnell bemerken wir aber, dass es so wenige Bausteine für die kleinen Levels gibt, dass wir gefühlt zu viel Zeit in der gleichen Umgebung verbringen. Nicht nur bestehen die Nester aus den immer gleichen Teilen, auch in der Main Story sind sie überall zu finden. Das dämpft den Erkundungsdrang viel zu schnell. Lediglich die Städte und etwas größeren Gebiete in deren Umfeld haben Wiedererkennungswert. Schon im ersten Teil raubten wir Nester aus, ritten verschiedene Monstis und nutzten ihre Stärken zu unserem Vorteil. Durch das Verletzen von Körperteilen und den Einfluss, den das auf den Kampfverlauf hat, entsteht in Kombination mit der vielfältigen Waffen- und Rüstungsauswahl und dem Personalisieren der Monster eine wahnsinnige Tiefe. Die Geschichte ist sehr viel ernster als im Vorgänger, obwohl es natürlich auch lustige Momente gibt, die das Ganze auflockern. Technisch gibt's außer starken Framerate-Einbrüchen auf der Switch-Version wenig störende Makel.
Der simple, aber passende Anime-Grafikstil sorgt dafür, dass das Spiel trotz manchmal eintöniger Spielwelt und unscharfer Texturen gut aussieht. Gleichzeitig findet das Spiel die perfekte Balance zwischen Anspruch und Einfachheit. Wir können theoretisch ewig unsere Teams optimieren, das Hauptspiel bekommen wir jedoch mit gutem Schlachtplan auch ohne viel Rumbasteln durch. Erst im Endgame bekommen wir ohne kompliziertere Strategien Probleme, denn hier warten High-Rank-Gegner. Die stecken sehr viel mehr Schaden ein und teilen gleichzeitig stärker aus. Wer nach dem Ende noch nicht genug hat und eine Herausforderung sucht, wird in den Endgame-Dungeons noch unzählige Stunden Spaß finden. Den Mehrspieler-Part konnten wir aber leider noch nicht testen. Was haltet ihr von der Stories-Reihe? Spielt ihr Monster Hunter lieber mit Action-Gameplay statt rundenbasiert? Schreibt's uns in die Kommentare. Gebt uns auch ein Like, wenn euch das Video gefallen hat, und abonniert unseren Kanal, um nichts aus der Welt der Videospiele zu verpassen. Leider.